Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, was hier liegt. Ein Paketchen von unserer lieben Pichu. Ich habe Pichu-Post bekommen. Ich habe mir was bestellt, was es neu in dem Shop gibt. Und ich habe noch viele, viele Neuigkeiten ebenfalls von Pichu, was es noch sonst so Schönes gibt. Und da quatschen wir jetzt ein bisschen drüber. Wird ein recht kurzes Video, weil wir machen heute nichts mit Painten und. Aber wir gucken jetzt mal hier rein. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich, dass es da ist und ja, also ich bin jetzt schon happy. So, also, ich habe mein Skalpell. Wir befreien mal alles, was hier drin ist und dann stöbern wir mal. So. Ich sollte wirklich mal die Klinge von meinem Skalpell wechseln. Die ist nämlich nicht mehr ganz so scharf. Und ich sehe schon irgendwie, dass ich mir irgendwann mal meine, ja, mir in die Finger schneide. Aber ich hoffe mal, das kommt nicht so. Und da ist es schon. Und schaut mal. Oh, das fühlt sich schon so schön an. Oh, traumhaft. Und das ist es. Bei Pichu gibt es jetzt diese wunderschönen Koffer und ich hatte mir direkt mal einen gesichert und ich freue mich so drüber. Ihr wisst, ich bin ein Koffersuchti, ich gebe es zu und natürlich musste ich einen haben und natürlich zeige ich den euch auch und wir werden demnächst auch wieder ein Video mit diesem tollen Koffer sehen, denn den nutze ich natürlich für ein Bild und da gibt es demnächst dann ein Kitting Up mit Koffer und dem Bild. Das wird nämlich die Eule von Anna Strokes, dieses schöne, wunderschöne DAC-Bild, was wir ja auch schon in der Paintprobe ordentlich angepaintet haben. Ja, was haben wir hier Schönes? Wir haben einen Pichu-Katalog. Das ist die Chibi von der Pichu. Mega süß. Und da haben wir natürlich auch... Oh Gott, was haben wir hier? Ein mega süßes Einhorn. Guckt es euch an. Niedlicher kleiner Glücksbringer. Oh, ist der cool. Der ist ja niedlich. Ja, also, hier haben wir einen Katalog von Pichu, was es unter anderem bei ihr im Shop gibt. Wir schauen mal rein. Wir haben hier eine kleine Anleitung zu Kerzen. Das lege ich mal zur Seite, denn ihr seht, da sind Kerzen an der Seite. Ich konnte nicht anders. Es sind zwei Kerzen, aber es ist nur ein Duft. Aber der ist so himmlisch. Da musste ich zuschlagen. Ja, und dann kommt uns auch noch direkt hier was entgegen. Diamond Painting, ein Hobby, das verbindet unsere Facebook-Gruppe. Und ihr seht, da sind ein paar Figuren. Ja, wir sind eine süße kleine Facebook-Gruppe und unter der Facebook-Gruppe ein Hobby, das verbindet, könnt ihr uns finden. Da sind noch viele, viele andere liebe Leute mit dabei. Schaut einfach mal rein und wichtig ist bei dieser Gruppe, ihr solltet mindestens ein halbes Jahr auf Facebook sein, weil vorher nehmen wir euch leider nicht an, einfach aus Angst wegen Fake-Profilen gibt es leider viel zu viele. Dann ist es wichtig, dass ihr den Gruppenregeln zustimmt und ihr müsst noch eine Frage beantworten, ja, was euch an Diamond Painting so gefällt, ja. Und ja, dann seid ihr schon mit dabei und da könnt ihr Fragen stellen, eure Fortschritte von den Bildern zeigen und. Ja, einfach mal reinschauen und da findet ihr uns. Ja, also, die Eule, das bin nämlich ich. Das ist unsere Pichu. Das Füchslein, das ist unsere Judith. Unsere liebe Sonja ist die Kuh. Und unsere Heidi ist das Bienchen. Ja, uns findet ihr alle mit in der Gruppe. Wir sind da alle mit vertreten und helfen euch auch immer sehr gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, also schaut einfach mal rein. So, und jetzt kommen wir wirklich mal zu dem Katalog, was es noch so Schönes gibt. Ja, also, es gibt bei der lieben Pichu, ihr seht es schon, Steinchen. Unter anderem hat sie ein paar Harzsteinchen, vor allen Dingen halt so die wichtigsten Farben, so, ich glaube, schwarz, die 939 und noch ein paar andere Farben, ja, als Harzsteinchen, falls ihr die mal irgendwie austauschen müsst.
ist auf jeden Fall immer toll, dann diese Farben da zu haben. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als schlechte schwarze Acrylsteinchen, weil die ploppen. Und ich selber habe das auch schon gemacht, dass ich dann einfach in dem Fall, wenn ich sehr viel Schwarz hatte, dann die Steinchen gegen Harzsteine ausgetauscht habe. Ja, aber wie gesagt, bei mir ist das mit Harz und Acryl eh eine ganz spezielle Sache. Ja, was gibt es denn noch? Schiffe. Pichu hat wunderschöne Schiffchen. Da seht ihr sie. Eins davon kennt ihr auch von mir. Das habe ich sehr viel beim Winter am See genutzt. Und eigentlich hatte ich auch ein Schiffchen mitbestellt. Allerdings gab es da Probleme mit dem Filament. Die Pichu war so lieb, hat mir dann geschrieben, dass es da Probleme gibt und ob es okay wäre, wenn sie mir das Schiffchen nachschicken würde. Einfach bloß, weil sie mir eine gute Qualität garantieren wollte. Und das finde ich wirklich top, weil, wie gesagt, sowas kann passieren. Und wenn sich dann ein Händler meldet und sagt, du, ich habe da ein Problem, und das kommuniziert, dann ganz ehrlich, für mich ist es nicht schlimm. Ich warte auch gerne noch ein bisschen auf das Schiffchen. Aber wenn mir dann dafür eine super Qualität garantiert wird, dann muss ich sagen, finde ich das genau richtig. Ja, dann gibt es aber auch AB-Steinchen, dann solche nachtleuchtenden Steinchen, sowohl einfache als glaube auch die Jelly-AB-Steinchen und die AB-Steinchen auch nachtleuchtend, die hellen, die weißen. Dann gibt es Metallic-Steinchen und diese krassen Neon-Steinchen, die so, ja, auch, da haben wir sie. Ja, was haben wir noch? Dann, wie gesagt, schöne Stifte. Da habe ich auch einen. Und ich finde den mega. Ihr wisst, ich liebe Stifte. Dann gibt es Coverminder, unter anderem diese süßen Trashies hier. Und natürlich Sojakerzen. Und das finde ich toll, weil das sind nämlich Sojakerzen und das ist richtig gut. Und ich kann euch sagen, die brennen wirklich mega lang, dadurch, dass das Sojawachs ist und nicht normales Wachs. Ja, also eine habe ich schon aufgebraucht, zwei andere stehen hier schon da angefangen. Ja, und hier ist Nachschub. Musste einfach sein. Okay, dann seht ihr auch hier, Pichu hat ein Treueprogramm. Ja, und ihre Social Media Kanäle. Also schaut mal rein und wir gucken jetzt endlich mal hier. Ich hole erstmal alles raus und dann gucken wir uns alles in Ruhe an. Hoppla. Zuerst der wunderschöne Koffer. Alles super verpackt. Dann die zwei Kerzen. Hoppala. Oh, ich sehe hier einen Coverminder. Nicht Coverminder, ein Washi-Tape. So, und ganz viel Papierkonfetti, da freut sich der Timmy. Okay. So, zu den Kerzen kommen wir später, denn der Koffer. Wie irre habe ich jetzt auf den Koffer gewartet? Ich sag's euch. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn schon jetzt. Der fühlt sich so samtig an. Der ist ein bisschen höher, als man es von den anderen Koffern, die man meistens so kennt, vom Standardmaß gewohnt ist. Aber er fühlt sich halt richtig samtig an. Wir haben hier auch einen Griff. Der Reißverschluss ist sehr hochwertig, qualitativ und vor allen Dingen, ne, was ihr merkt, der geht ganz leicht. Das finde ich richtig, richtig gut. Na, es gibt nichts Schlimmeres als ein hakender Reißverschluss, der vielleicht irgendwann mal noch mehr hakt und dann vielleicht kaputt geht. Also das fühlt sich schon mal so richtig toll an. Dann haben wir hier das Oberfach. Und ihr seht, da haben wir auch kleine Taschen. Finde ich auch richtig süß. Das ist ein bisschen anders gemacht als das Netz bei den üblichen Koffern. Aber richtig gut. Hier kann man ein bisschen so seine Tools reintun, so Schiffchen oder auch halt Restesteinchen und. Und hier haben wir noch was. Ich hätte mir nämlich noch einen Coverminder bestellt. Auch den gucken wir uns dann noch mit an. Ja, finde ich gut. Dann haben wir hier nochmal so eine Abtrennung. Finde ich auch nicht schlecht. Na, so, wenn man ein bisschen zumacht, wenn man hier dann doch noch ein bisschen so extra Sachen liegen hat. Und wir haben unsere Döschen. Ich glaube, der Koffer hat 57 oder 56 Döschen. Es sind 2 bis 3 Döschen weniger als bei den 60er Koffern. Finde ich nicht schlimm.
juckt mich nicht. Ist halt wirklich mal was anderes, es ist was Spezielles. Diese Koffer gibt es nur so bei Dapicho zu kaufen. Aber die Döschen sind genauso in so einem schönen, starken Schaumstoff drin, den man auch wieder rausnehmen kann. Na, so sehen wir mal den Koffer. Und auch hier, ich zeige euch mal, also die Qualität von dem Koffer ist wirklich super. Der ist super schön stabil. Da kann man gar nicht meckern. Die Döschen, die drin sind, sind diese Schraubdöschen. Da passen 1200 Steinchen bis 1500 Steinchen, glaube ich, so ungefähr rein. Kann man schön aufschrauben und wieder zuschrauben. Ihr wisst, ich liebe diese Döschen. Ich bin da wirklich mega, mega begeistert. Und ihr könnt diesen Koffer mit Döschen oder auch ohne Döschen bestellen. Also mit Döschen kostet er glaube ich, ungefähr 29 Euro ein paar zerquetschte. Und ohne Döschen kostet er, glaube ich, 25 Euro. Ja, finde ich ein super Angebot, ein super Preis. Und ich musste da einfach zuschlagen. Ja, und ich weiß, die Pichu hat ganz viele von diesen Koffern auf Lager. Und wenn ich damit zufrieden bin, werde ich mir sicherlich noch einen zweiten bestellen, weil eigentlich von allen Koffern, die ich habe, habe ich noch einen zweiten in der Ausführung. Einfach, bloß weil ein Koffer sich alleine einsam fühlt. Und deswegen denke ich, werde ich mir irgendwann mal noch einen zweiten mitbestellen. Ja, also finde ich toll. Und wir werden demnächst ein Kitting abdrehen mit der Eule von Anne Storks, dieses schöne DRC-Bild. Da sehen wir den tollen Koffer natürlich wieder. So, ich lege mal ein bisschen so. Muss ja nicht ganz so weit weg sein. Dann habe ich einen wunderschönen Carbomine. Eine süße kleine weiße Katze in so einer Box mit chinesischen Schriftzeichen. Und da ist auch ein Katzenbildchen mit drauf. Seht, da ist ein Magnet drunter, perfekt als Carbomine zum Zurückschlagen von unserer Folie. Und da gibt es verschiedene. Ich habe die weiße Version gewählt, weil diese weiße Katze heißt in ihrem Shop Timmy, angelehnt an meinem Timmy. Und deswegen, ganz ehrlich, musste ich ihn einfach haben. Ne? Also, wenn es schon mal einen Timmy gibt als Coverminder, dann brauche ich ihn. Ja, und auch den werden wir bald mal in einem Video wiedersehen. Als Goodie, wie gesagt, hatte ich ja dieses süße kleine Einhorn. Und wir haben noch ein schönes Washi-Tape dazu. Freut mich immer sehr, kann ich immer gebrauchen. Bin ich auch schon so ein Suchti. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Washi-Tape. Und immer wenn ich mal irgendwo ein schönes sehe, was mir gefällt, nehme ich es immer mit. Weil zum Abkleben und zum Abkleben der Seiten von Bildern ist es einfach, finde ich, mit das Beste. Und vor allen Dingen zum Einteilen der Bilder. Dadurch, dass ich ja wirklich meistens Bilder mit Port-Clou habe, ja, habe ich ziemlich viel Verschleiß an Washi-Tape. Und da habe ich wieder ein schönes. Okay, und jetzt kommen wir zu den Kerzen. Ich hole nochmal den schönen Zettel bei der Hand. Und da gucken wir mal drauf, was da so Schönes draufsteht. So, Sojawachskerzen brennen 30 bis 50% länger als normale Kerzen aus Paraffin und sind umweltfreundlich und vegan. Also das kann ich wirklich bestätigen, dass diese Kerzen eindeutig länger brennen. Also ich finde es wirklich richtig toll und ich finde die Pullen auch richtig schön. Ich hatte da noch nie Probleme gehabt. Geht richtig gut. Dann haben wir hier noch ein paar Sicherheitshinweise, ne, dass man den Docht immer kürzen sollte auf einen halben Zentimeter bis 0,7 Zentimeter. Die Kerzen sollten auf keinen Fall unter Vibration oder Zugluft stehen, aber das ist auch klar, ne? Dann vorsichtig, das Glas wird nach längeren Brennen heiß. Kerzen sollten nur in Sichtweite brennen, niemals unbeaufsichtigt lassen, ne? Außer Reichweite von Kindern und Tieren halten. Also ich musste auch mal aufpassen, wie schnell kommt mal ein Kind oder zum Beispiel auch eine Katze an eine Kerze. Deswegen, ich habe nur noch selten eine Kerze brennen, mittlerweile nur noch, wenn ich painte, mal abends, so für 2, 3 Stunden, aber länger auch nicht mehr. Ja, will ich einfach da ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Aber zum Glück ist mein Team hier ruhig und hat vor allen Dingen an Kerzen kein Interesse. Habe ich schon mal Glück gehabt, ja. Und dann steht noch, lasse die Kerze nicht länger als 3 Stunden brennen.
So, und das ist sie. Ich habe mir nämlich diese wunderschöne Kerze ausgesucht, Paradise Cove. Und das war einfach so schön. Ich hatte von der Pichu ein kleines Teelicht bekommen, nämlich ein Teelichthalter zum Geburtstag, wo ein Teelicht drin war, mit dieser Kerze oder mit diesem Duft. Und da habe ich gefragt, du, was war das für ein Duft? Der ist so toll. Erinnert mich nämlich an eine ähnliche Kerze von Yankee Candle. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Vielleicht erzähle ich das euch mal wieder in einem Video oder schreibe es euch unten in die Infobox, falls mir wieder einfällt. Ja, auf jeden Fall habe ich daran gerochen und dachte so, boah, ja. Riecht herrlich. Riecht wirklich, wirklich göttlich. Oh, super. Und das ist, riecht sogar richtig stark. Und ich finde, das passt auch super zu meinem Sommerbild. Und ich freue mich, dass ich jetzt diesen schönen Duft habe. Und ihr seht, ich habe den auch in doppelter Ausführung. Ja, die Kerzchen kommen übrigens auch mit so einem Deckel, könnt ihr schön verschließen. Und sie riechen einfach wunderschön, kommen immer in einer schönen passenden Farbe dazu. Und die Pichu hat auch wunderschöne Cover dazu designt. Ja, ihr Lieben, so viel zu meinem kleinen Haul. Wir gucken bald wieder nach dem Koffer. Und eine kleine Neuigkeit wollte ich euch noch erzählen, denn bei Pichu gibt es ab seit neuestem auch Diamond Painting Bilder im Shop. Ich tue euch den Link mal mit unten, na, wie soll ich sagen, verlinken. Und ich habe mir auch schon eins gesichert und sobald das da ist, werde ich euch das vorstellen. Da gibt es natürlich wieder ein Unboxing und an diesem Bild werden wir im September dann auch arbeiten. Denn ich habe mir ein Bild passend zu Halloween rausgesucht und deswegen werde ich das diesmal bei Drills and Chills 2022 natürlich kleben. Und dazu, ja, viele, viele neue interessante Tipps. Ja, okay, also ich stelle euch die ganzen Sachen und auch den Link zu den Bildern unten in die Infobox. Schaut mal vorbei. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder zum nächsten Video. Ciao, ihr Lieben, und bis bald. Bye, bye.